Liebe Freunde, liebe Wähler. Was diese Facebook-Faker und intriganten Parteifreunde in den letzten Wochen über meinen Mann, unseren hochgeachteten Abgeordneten und Trachtenvereinsvorstand verbreitet haben, entbehrt jeglicher Grundlage. Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr, dass mein Mann den Freund seiner Geliebten... Ich habe überhaupt gar keine Geliebte! Er hat überhaupt keine Geliebte. Jedenfalls nicht da hierhin. Auf offener Straße zusammengeschlagen hat. Und es stimmt auch nicht, dass er die Richter als korruptes und meineidiges Gesindel beschimpft hat. Alles Lüge! Obwohl es stimmen täte. Ebenso wenig hat er auf der Deggendorfer Autobahn einen Rentner durch Überholen ausgebremst und mit Arschloch, Stadtbrunzer und ich schlag dich über die Leitplanken, du euer Depp, beschimpft. Alles Lüge! Weiterhin hat mein Mann auch nicht nach dem Trachtenfest mit den jungen Trachterinnen im Löschweiher nackt gebadet und diese dabei unsittlich berührt. Es war höchstens dieser grüne Bürgermeister. Das war dieser rote Bürgermeister. Jetzt gehen wir auf Zeiten. Liebe Freunde, wie hat sich dem für euch draußen am Wahlkampfstand den Arsch aus sich abgefroren? Ha? Wie war es? Und wer hat am unsinnigen Donnerstag beim Frauenbund-Fasching von der Vorsitzenden sich in den Schritt greifen lassen? Ha? Wer war's denn? Und wer hat so nett euren Kindern Schulurkunden überreicht, obwohl es vor lauter Blödheit nicht einmal den Weg zum Schulbus finden? Ha? Wer war's denn? Liebe Freunde! Liebe Freunde, es ist an der Zeit, mir die Hand zu reichen und mir zu danken für all das, was ich für euch getan habe. Jawohl. Es gibt vielleicht bessere. Jawohl. Aber nicht hier herinnen. Und ich bin vielleicht blöd. Jawohl. Aber ich kenne den Söder persönlich. Der Söder ist nämlich auch nicht blöd. Und wenn sogar der Söder mich braucht, müsst doch ihr spüren, wie sehr ihr mich braucht.